die wahrscheinlich letzte Episode hier bei Uncharted The Lost Legacy. Die Jungs könnt euch einfach nie in Ruhe lassen. Wir spielen Chloe Fraser und versuchen, den Zug mit der Bombe aufzuhalten, damit nicht tausende Leute sterben. Wir haben die heldenhafte Ada in uns entdeckt. Und das ist auch schön und gut und alles happy-peppy, aber nichtsdestotrotz müssen wir noch schaffen, den Zug irgendwie umzuleiten. Und unsere Partnerin, Nadine Ross, ist noch auf dem Zug. Das ist, könnte ein Problem werden. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück hier bei Lost Legacy. Ich bin euer Kellerpater. Schön, dass ich wieder da bin. Es ist extrem laut hier. Ich bin wahrscheinlich auch laut. Ja. Sam. Hey Sam! Wohin geht's? Ist das Sam? Das ist Sam. Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln. Kapiert. Und wir schaffen das. Wow, das war jetzt schnell von ihm. Sam! Wo ist Nadine? Na komm. Noch auf dem Zug. Wir müssen die Weiche stellen. Na komm, das schaffen wir. Keine Zeit dafür! Hey, ihr wollt und ich will das mal nicht geben. Oh, fuck. Das war's, wir können. Okay, zurück zur Weiche. Ich hätte gleich auf den Propan. Los! Ja, komm. Na, was ist mit euch? Tut es. Ich will nicht nochmal zu so einer Weichenstellung müssen. Ruhe. War das gerade ein... Das war ein Wilhelm-Scream. Ich muss zu ihr. Warte. Muss das sein? Ich meine, sie ist ein großes Mädchen. Sam. Okay, ich wollte... Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. Oh Gott. Woo! Weiter geht's! Okay, Penner! Oder hat er Männer gesagt? Bin mir jetzt nicht sicher, was er gesagt hat, aber... Wow, die Mission ist so geil! Ich liebe diese Mission! Ich liebe dieses ganze Spiel! Hin und wieder gab es mal Steuerungsprobleme, aber... Ich will es jetzt nicht verschreien, zurzeit sieht es gut aus. Aber wie zur Hölle komme ich rauf? Ich sehe keine Brücken. Kreuzen. Aber ich sehe was. Jawohl! So funktioniert das. Ja. Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, die Brücke. Yep. Shit. Perfekt für die Bombe. Shit. Immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschaum. Charmant. Das werde ich richtig genießen. Mhm, das werden wir richtig genießen. Zeigt mir, was ihr könnt. Was ist denn mit ihrem Vorbei? Verdammt! Schnapp ihn dir! Ja, komm. Ich muss hinhauen. Riskiert euer Leben und wofür? Ich blende mich mal fix weg jetzt. Eine Stadt voller Bauern. Mann, du bist unerträglich. Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern. Mein Volk wird sich wieder erheben. Halt still. Was habe ich nur an dir gefunden? Das ist mir echt egal. Oh. Wo ich herkommen soll? Komm! Weichen Sie zur richtigen Zeit aus, ja? Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe?
Ich kaufe mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, Diebin. Die Leute werden mich aufsehen, sie zu Na, was ist mit dir? Jawohl! Nicht kämpfen. Oh, das haben wir schon mal gehabt. Man sollte wissen, wann komm, man besiegt komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Das ist dein Ende. Nein, ist es nicht. Oh, shit. Und du? Jetzt ich komme. Und runter. Ah, runter! Lauf! Rüber! Nein, 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 nein! Was? Was? Nein, was? Ich kenne dich. Du bist keine Heldin. Ein Krieg wird die Regierung stürzen. Die Schafe brauchen dann einen Hirten und... Lieber sterbe ich tausendmal, bevor ihr gewinnt. Ah, shit! Ein netter Hinweis, die Brücke! Klappe halten und kämpfen! Bring dies zu Ende! Los! Ja. Jawohl! Zurück. Mädels, ihr macht's das! Ihr geilsten aller Geilen! Oh ja, das ist super! Du hast alles verdorben! Einfach alles! Meine Reinigung wäre wunderschön gewesen. Warum bist du nicht gestorben? Wir sind hier fertig. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Mehr werden sich erheben. Wie der junge König habt auch ihr nichts erreicht. Wie du schon sagtest, Fortschritt verlangt Opfer, nicht wahr? Fraser, wir müssen hier weg. Oh, du mieses Stück Scheiße. Lauf! Okay, oh, Flucht! Eine Fluchtmission, ich liebe Fluchtmissionen. Ja! Ja! Yeah. Das ist eben das Coolste überhaupt. Alter, wie geil! Mach weiter, mach weiter! Ja! Yeah, ja! Yeah. Los! Ja! Das ist so cool! Bitte? Verdammt! Oh, Sam! Wickel da drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Alles Muskeln, das behaupten alle! Komm, gleich hast du es. Oh, danke. Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das habe ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und Asaf? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an. Wow. Yep. Wir haben es geschafft. Eva. Und? Wie geht's weiter? Mit Nadine Ross. Holst du die Shoreline zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Shoreline. Echt jetzt? Echt jetzt. Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. Also... Nicht du. Okay. Ah, sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Wo ist der Schuss dann?
Habt ihr... Oh mein Gott! Was, Sam? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht... Au! Okay! Oh Mann. Das war meine letzte Fluppe. Mann, ist der schön. Ja. Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja... Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen großzügigen Kinderlohn. Stimmt's, Partner? Ellbogen. Hm. Ihr seid echt zum Schießen, das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst? Top. Und heftiger Soundtrack zum Schluss. Wahrscheinlich muss ich da jetzt drüber sprechen, denn das wird mir wahrscheinlich ein Copyright-Claim einbringen. Deshalb schön leise, das schön im Hintergrund bringen. War das ein cooles Spiel? Das war das beste Uncharted bisher. Also zumindest vom Spielerlebnis her war das das Beste. Ich musste jetzt einfach drüber sprechen, weil das ist einfach zu viel für das Content-ID wahrscheinlich. Aber echt geil. Es hat mir echt gut gefallen. Die Comics hier sind geil. Ich muss mich, glaube ich, nach links. Hä? Nach links? Ist es besser? Ist eigentlich wurscht. Ich blende mich mal weg. Hier. Ah, Mann, war das geil. Also, von vorn bis etwas kurz, aber dafür für ein Spin-Off um den Preis. Ich glaube, ich habe 20 Euro oder was bezahlt. Es ist ziemlich geil. Ich blende mich jetzt trotzdem wieder ein. Alles echt, echt spaßig. Charakterzusammenspiel, das war immer schon die große, große Stärke. Oh, das war jetzt extrem leise, gell? Weil ich das so leise hatte. Eieiei, naja, kann man nichts machen. Ist halt passiert. Naja. Whatever. Also richtig spaßig. Richtig, 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 richtig spaßig. Das hat von vorn bis hinten gestimmt. Wie immer, die Story ist top. Also, ja, der Bösewicht dort ist mal wirklich extremst eindimensional. Aber... Man braucht ja einfach einen Bösewicht. Und nichtsdestotrotz kann man dieses Spiel uneingeschränkt empfehlen. Das kriegt einmal 9 von 10. Es hat nicht die Perfektion erreicht, aber es kriegt 9 von 10. Es gab so ein paar kleine Steuerungsschwächen, aber die Steuerung war sicher die beste von allen. Und sie haben wirklich diese... jetzt habt ihr geglaubt, der Ton ist ausgefallen, gell? Na, die haben wirklich von vorne bis hinten... die besten Elemente aus der ganzen Uncharted-Reihe genommen und hier reingebracht. Außer das, was mir gefehlt hat, Granaten. Granaten zurückwerfen, das war halt schon immer eine coole Geschichte. Und ja, interessant. Wir haben damit jetzt tatsächlich das Uncharted-Franchise durchgespielt. Zumindest das Uncharted-Franchise, soweit es jetzt existiert, würde ich mal behaupten. Und ja, das ist richtig cool, meiner Meinung nach. Denn jetzt können wir, ab morgen sollte es dann, denn heute ist der, lass mich schon schauen, 5. am Veröffentlichungstag, 5.1. Das heißt, morgen dürfte dann auch schon, weil jetzt bin ich echt weit voraus. Ich habe gerade Anfang November hier in der Aufnahmesession und also ich hab genau 2 Monate bin ich jetzt voraus mit dieser Aufnahme. Und dann folgt als nächstes tatsächlich The Last of Us. Wahrscheinlich einmal der erste Teil, den habe ich schon im Remastered. Und dann der zweite Teil. Mal schauen, wie cool das ist und wie es mir gefällt. Ich bin schon extrem gespannt. Ist auch ein Naughty Dog-Spiel. Das heißt, wir bleiben jetzt mal auf Naughty Dog. Wird wahrscheinlich, ich glaube, The Last of Us dürfte 18 plus sein. Wenn es 18 plus ist, dann wird es sogar früher schon. Das heißt, müsste es eigentlich schon laufen
Ich rede jetzt nur vom Aufnehmen. Nehme ich das jetzt, ich nehme es mal prinzipiell auf. Und die Folge gibt es jetzt am 5.1. Und Last of Us könnte es sogar früher geben, denn ich brauche ja auch einen Nachfolger für mein 18-Plus-Ding von God of War. Das heißt, es müsste dann auch schon irgendwie jetzt Mitte Dezember schon rauskommen sein. Last of Us. Lasst euch überraschen. Wir schauen mal. Vielleicht läuft es tatsächlich schon. Wie auch immer. The Lost Legacy. Wie immer ein Uncharted, das einem Film, einem Abenteuerfilm gleicht. Die Story auch relativ abenteuerfilmlastig schwach, wenn es um Filme ginge. Stark für, also inszenatorisch und sag ich mal storytechnisch für ein Spiel extrem stark. Wirklich inszenatorisch top. Vor allem, weil es keine Ladezeiten gibt. Es gibt einmal eine Ladezeit ganz am Anfang. Und dann nie wieder. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist unglaublich. Diesmal mit indischem Setting. Was auch Sinn macht, dass da Chloe ja eine Indo-Amerikanerin ist. Auch sehr schön, diese Anknüpfung. Damit man zeitlich weiß. Ich habe das jetzt unbedingt deuten müssen. Anknüpfung. an Uncharted 4 und an die andere Reihe. Also echt cool, weil Chloe kennen wir ja schon von Teil 2 und 3. Und Sam von Teil 4 und auch Nadine Ross wurde als sehr gute Gegenspielerin in Teil 4 etabliert. Und jetzt sind wir schon bei den Additional Thanks hier. Das heißt, der Abstandsspann wird nicht mehr allzu lange dauern. Wie ihr mich kennt, beim Ende eines jeden Let's Plays rede ich das Ganze durch, den Abspann, und rede ein bisschen was darüber, über das Spiel, wie ich es fand und was als nächstes kommt. Das haben wir jetzt schon alles hinter uns. Also Spiel echt toll und wirklich toll. Also wie gesagt, 9 von 10 würde ich auf jeden Fall vergeben. Und ja, ein bisschen nicht schwermütig, wehmütig bin ich dann schon. Denn, naja, das ist für mich jetzt das Ende der Uncharted-Reihe. Ich war schon bei Ende von Nathan Drake, also von Uncharted 1 bis 4, schon ein bisschen wehmütig, da halt das so ziemlich geheißen hat, Ende, gell? Was aber cool ist, es kommt dann irgendwann dieses nächstes Jahr mal ein Uncharted-Film raus mit Tom Holland und Mark Wahlberg. Das wird sicher interessant, das werde ich mir sicher geben. Also jetzt, wo ich die ganze Reihe kenne, total toll, jetzt sind mir die Charaktere so richtig ans Herz gewachsen, weil das haben sie, auch wenn die Storys nicht 100% immer waren, also sagst du, okay, sie waren schon sehr nach Schema F, aber sie waren cool nach Schema F gemacht, weil es für das Spiel perfekt integriert war. Also diese ganze Integration, Inszenierung, wie gesagt, top. Und deshalb, aber die Charaktere waren immer sehr liebevoll gemacht und das passte immer, also wirklich immer die Charaktere. Die mag man einfach alle, zumindest die die Synergisten. Auch nicht die Antagonisten, die Protagonisten. So, die mag man einfach. Ob es jetzt Sam ist, Drake, Sam, Nathan, Elena, Chloe und jetzt mittlerweile auch die von Antagonisten zum Protagonisten wurde, Nadine Ross. Und natürlich, last but not least, Sully. Und wir haben auch die Tochter kennengelernt im vierten Teil. Echt gut. Ich hoffe, in irgendeiner Form werden sie das Uncharted-Franchise weiter fortsetzen. Auch wenn es vielleicht die Tochter von Nathan Drake ist, die das dann weitermacht. Und die Tochter der Tochter wird vielleicht mal Lara Croft heißen. Das wäre mal witzig. Oder vielleicht ein Crossover. Lara Croft mit der Drake-Family wäre auch ganz witzig. Ich habe jetzt bei Brooklyn Nine-Nine das Crossover zwischen, habe ich vielleicht zwei Folgen gesehen, New Girl. Die Serie mit Zoe Deschanel und eben Brooklyn Nine-Nine gesehen, das war ziemlich witzig. Ja. Und wir sehen weiteren Abspann mit etwas, sage ich mal, indisch angehauchter Musik. Indisch angehauchter John Williams Musik. Ich glaube, wir sind jetzt dann tatsächlich mal langsam am Ende dieses Abspanns, dieses ganzen Let's Plays. Ich quatsche durch, wir sind noch nicht auf 20 Minuten. Jetzt sind wir schon in diesen Sony Interactive Entertainment Dingen. Keine Ahnung, wie lange das dauert und wie lange dieser Abspann hier dauert. Also wir haben da schon Chairman, President, Senior Director und jetzt wird's ganz klein. Und wenn es ganz klein wird, heißt das, da kommt man ans Ende zumindest von diesem Unternehmen hier. So ganz typisch abspannig. Schade, dass man nichts abknallen kann oder so. Aber diese Mid-Credit-Scene war auch ganz witzig. Vielleicht kommt auch noch eine End-Credit-Scene.
2017 kam dieses Spiel heraus, also ein Jahr vor God of War, was ihr auch auf meinem Kanal findet. Klickt auf irgendein Video von meinem Kanal, das wird sicher hier herumschwirren. Ich habe meistens keine Lust, hier irgendwelche Abspannelemente anzuzeigen. YouTube soll euch das vorschlagen, was für euch am besten passt. Und ansonsten abonniert meinen... Hätte ich es aber noch nie gesagt, gell? Abonniert meinen Kanal, denn ich bin der Kellerfahrt und es ist immer schön, wenn ich da bin. Na, wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, schaut alle meine Playlists durch. Es gibt jetzt schon... Es sollte zu diesem Zeitpunkt schon God of War fertig sein. Es sollte fertig... Also es ist definitiv fertig. Bioshock, Bioshock Infinite. Es ist fertig. Die ganze Nathan Drake... Collection von Uncharted. Es ist fertig Uncharted 4. Es ist jetzt fertig in diesem Falle. Uncharted The Lost Legacy. Es wird dann noch Mafia kommen. Es wird kommen. The Last of Us 1. The Last of Us 2. Jetzt müsste auch schon, mittlerweile müsste auch schon längst Hyrule Warriors laufen. Phoenix, Immortals Phoenix Rising. Es müsste laufen... Die, ja, ich weiß nicht, wie weit jetzt, ob schon Halo 4 in der Master Chief Collection heraus ist, ich glaube nicht, das kommt dann erst wieder, aber es ist Halo 1 bis 3 plus Halo 3 ODST ist komplett fertig aus der Master Chief Collection, also es gibt doch einiges zu entdecken und es gibt auch einige Rage-Momente. Wenn es euch interessiert, dass ich mal so einen richtig Auszug, dann gebt auf YouTube Hashtag Kellervater und Hashtag Rage Mode On ein. Da habe ich alle, die mir noch bewusst waren, alle Episoden gekennzeichnet, wo ich weiß, dass ich ziemlich auszuckt bin und wo ich leicht in Rage war, sagen wir mal so. Und das, ja, das ist einmal so viel dazu. Und damit, glaube ich, ist jetzt abgeschlossen. Jetzt sind wir erst bei den Testern der EU und Japan. Kommen dann noch die Sprecher. Ich weiß nicht, also ich will den Abspann auf jeden Fall komplett durchhaben, aber Abspann nur anschauen ist halt auch fad. Deshalb bin ich halt da mit meinen entblößten Schultern und Achseln. Oh mein Gott, was für unanständiger Inhalt hier. Nun gut, um zusammenzufassen. Dieses Spiel hatte einen Prolog und ein Finale vorne und hinten, also die Eingangs- und Endszenen, sowie 9 Kapitel. Die wir jetzt in insgesamt anscheinend 13 Episoden abgeschlossen haben. Also das haben wir prinzipiell ganz gut gemacht. Die werde ich jetzt dann hochladen gehen. Da gehen wir richtig schön kacken und dann ist, glaube ich, eh schon Zeit fürs Bettchen. Und dann als nächstes spielen wir The Last of Us, was vielleicht ja jetzt schon, wie gesagt, läuft mittlerweile. Ich wiederhole mich gerne, denn dieser Abspann dauert recht lang und mir fällt fast nichts mehr ein, was ich sagen könnte. Ich hoffe, ich ergattere jetzt demnächst eine RTX 3070, entweder von Asus oder von in Richtung Founders Edition. Ich hoffe es und ich warte jetzt, also wenn ich jetzt nicht die auf die Gebrauchten kriege, diese Karten der Plünderer, die das halt immer direkt zum Release-Tag plündern und dann teuer verkaufen, weil ich habe eine gesehen, die ist gar nicht so teuer von Asus und mal schauen, ob ich die bekomme, würde mir sehr viel Freude bereiten, denn dann können wir auch, also ihr müsstet es schon wissen, denn es kommt ja noch ein Spiel oder es ist vielleicht schon da, also es ist schon fix rausgekommen und es ist auch normalerweise fix schon auf meinem Kanal, nämlich Cyberpunk 2077. Das Let's Play müsste es auch schon mittlerweile, sage ich mal, knappes Monat schon geben. Das heißt, wir haben auch schon bald 30 Episoden bei Cyberpunk. Ich gehe mal davon aus, bei einem Open-World-Spiel, dass es so lange dauert, CD Projekt Red, lässt sich das sicher nicht lumpen. Ah ja, da gibt es echt viel in nächster Zeit. Vielleicht fange ich nämlich auch noch Assassin's Creed Odyssey an. Das habe ich nämlich schon gekauft. Origins wäre noch interessant, Valhalla wäre interessant, vielleicht läuft das ja alles auch schon, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel Spiellust in letzter Zeit, dass es sein kann, dass jetzt zurzeit 6 Let's Plays zeitgleich laufen auf meinem Kanal, was natürlich auch mega cool wäre, also würde mich freuen. Jetzt ist nur mal kleingeschriebener Scheiß, das schaut so aus wie, da haben wir wohl Copyright. Und das ist meistens zum Schluss, das heißt, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft und ich werde jetzt dann aufhören zu sprechen, sobald der letzte dieser Credits abgelaufen ist. Und es sieht danach aus, als wären wir jetzt am Ende unserer Reise hier mit den Drake-Brüdern, die jeden Teil begleitet haben, mit Chloe Frazier.
mit Nadine Ross und mit allen. Es sieht aus, als hätten wir es jetzt geschafft. Vielleicht kommt noch was. Abspannszene. Nein, da kommt nichts mehr. Keine Post-Credit-Scene, aber wir haben hier eine Trophy erreicht. Das Vermächtnis geborgen oder was auch immer. Schauen wir schnell, was war das? The Lost Legacy. Verdirbt den Moment nicht. Sammeln Sie alle Trophäen. Also das ist ultra selten. Okay, Vermächtnis gefunden. Schließen Sie das Spiel ab. Sehr, sehr gut. Das war's jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bei diesem Let's Play dabei wart. Wer bis jetzt noch dabei war, gehe nicht davon aus, dass es mehr als ein, zwei Views haben wird, das Video. Aber wer bis jetzt dabei war, schreibt bitte Popocatépetl, der Berg da irgendwo in Südamerika, glaube ich, in die Kommentare. Und dann gibt's einen Keks. Schön, ja, das war's. Also, damit sage ich schön, ich bin euer Kellervater, schön, dass ich wieder da war. Und das ist der letzte Cut.